Der Drogenkurier ist jetzt das Böller-Taxi. Feuerwerksraketen und Pyroknaller sind die neue heiße illegale Ware. Ich kann dir alles besorgen, was du brauchst. Alles. Drogen, Waffen, Knaller, Raketen, also wirklich von A bis Z. Wir begleiten einen Abend einen Dealer, wir nennen ihn Juri. Er zeigt uns seine Welt, in der Polizei und Gesetze keine Rolle spielen. Wer kann uns unser Silvester einfach verbieten, bitte? Und eine Regierung? Darauf scheißen wir. Warte mal ab, was am Silvester hier abgeht im Wedding. Da wird die ganze Straße brennen. Und davon werde ich dir sogar Videos schicken. Zu hundertprozentig wirst du sehen, wie die ganze Straße brennt. Nur Polizei wird sein. Straßenkampfähnliche Bilder, so wie die Jahre zuvor. Und das trotz Böllerverbot. Das könnte wieder passieren. Der Grund? Der illegale Handel mit den Feuerwerksraketen brummt. Sogar besser als der Drogenhandel, so Juri. Das Absurde? Die Böller kommen anscheinend direkt vom Raketenhersteller. Das ist eine große deutsche Marke, die Raketen und Feuerwerk verkauft. Egal wie viel. 5 Paletten, 10 Paletten, die kommen mit dem LKW an und du packst es dann in deinen Bunker. Verstehst du, Schweine? Raketen illegal besorgen und weiterverkaufen. Auch Feuerwerkshändler Björn Wilde, der dieses Jahr keine Raketen verkaufen darf, kennt das Problem. Also dubiose Anfragen haben wir auch schon bekommen. Gleich einen Tag nach dem Gesetzerlass mit der Änderung, dass nur noch Gewerbekunden bekommen können, haben wir gleich Anrufe gekriegt von Gewerbekunden, die gesagt haben, sie haben einen Gewerbeschein, aber zum Beispiel für ein Abrissunternehmen. Und da habe ich ganz klar gesagt, naja, Explosivstoff für ein Abrissunternehmen kann man zwar gebrauchen, aber bestimmt nicht Feuerwerksartikel, und habe dann dankend abgelehnt. Juri scheint es da einfacher zu haben. Er bekommt die Ware vermutlich direkt vom Hersteller. Den Weiterverkauf wickelt er illegal auf der Straße ab. Zudem kassiert der Dealer offiziell Hartz IV. Dass er auf Kosten des Steuerzahlers lebt, ist ihm egal. Das ist Startzeit, alles für mich. AOK, meine Miete. Ich lebe gut, ehrlich gesagt. Ob als Drogen- oder jetzt eben Raketendealer, die Polizei hat zumindest gegen Juris Böller-Taxi noch nichts unternommen. Auf unsere Anfrage zu den vorliegenden Aufnahmen hat sich die Polizei bislang nicht geäußert. Der eigentliche Grund für das Böllerverbot, unter anderem solche Szenen wie diese vor einigen Jahren aus Amsterdam. Als ein junger Mann einen Böller aufhebt, explodiert dieser in seiner Hand. Schwere Verletzungen sind an Silvester keine Seltenheit. Sie würden die jetzt schon durch Covid-Patienten überlasteten Krankenhäuser zusätzlich fordern. Chaos wäre die Folge. Für Juri spielt das alles keine Rolle. Ob da jemand sich die Hand wegballert oder nicht, ist doch sein Problem. Hauptsache, die Kohle stimmt. Bis zu 1.000 Euro macht Juri mit den illegalen Böllern am Tag. Denn alle wollen sie haben. Komm mal kurz rüber zu mir, bitte, weil du weißt, wenn ich Polizei und so. Die Kunden zahlen sogar das Doppelte für die Raketen. Hauptsache, es knallt. Auch wenn die Deutschen nicht wie sonst 130 Millionen Euro fürs Knallen ausgeben, solche Szenen wird es vermutlich auch dieses Jahr geben. Unter anderem wegen solcher illegaler Böller-Taxis.